So, jetzt brauche ich schnell einen Haken zum Räuchern von Forellen, zum Beispiel, oder von Saibling oder von irgendwas. Jetzt zeige ich euch mal kurz, wie man so einen Haken ganz einfach baut. Man nimmt ein Stück Draht, dann nimmt man eine Zange, die wo so eine leichte Rundung hat. Dann knicken wir einfach mal den Draht einmal in die Richtung ab. Und schon hat man hier einen schönen Abknick. Dann macht man einen zweiten Knick, sage ich jetzt einfach mal nach hier. So, dann schaut es bereits so aus. Das hier ist meistens spitz, dass man sich da nicht verletzt. Drehen wir das jetzt einmal um. Jetzt haben wir hier schon mal so eine Form. Wunderbar. So, wie lang der ist, ist eigentlich, kommt auf den Fisch drauf an. Also das muss man individuell machen. Man sieht jetzt ganz gut, jetzt haben wir hier den Verlauf. Wir müssen jetzt in die Richtung rüber. Das heißt, wir legen die Zange hier an und machen einfach. Einen schönen Knick hier nach rüber. Jetzt schaut das so aus. So, und dann müssen wir hier einmal im Kreis entlang rum. Das heißt, ich muss sagen, wir knicken den an hier. Jetzt schaut es ungefähr so aus. Dann machen wir den nächsten Knick einigermaßen mittig. Da. Und jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch wieder einen spitzen Schnitt hier entlang. Im Seitenschneider oder mit einer Zange. So, weil ich muss hier irgendwo in den Fisch rein. Ne? Dann ist das sozusagen so in den Fisch drin. Und dann mache ich hier diese Drehung. Und dafür brauche ich diese Spitze. Und dann geht die Spitze sozusagen durchs Fleisch hindurch. Ich drehe das einmal ringsherum und im Endeffekt hängt dann der Fisch einmal befestigt um den Gerätenlauf fest und ich kann den hier oben einhaken. Wie gesagt, für einen kleinen Fisch bis zu einem Kilo, da reicht wirklich so ein dünner Draht. Ja, da braucht man jetzt nicht allzu was Stabileres oder Stabiles und bei festeren Fisch, wenn der natürlich ein paar Kilo hat, sollte man natürlich dann einen stärkeren Draht hernehmen, aber wie gesagt, für eine kleine Forelle oder Saibling ist das völlig ausreichend.